Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Wieder mal zu einer Alleinfolge. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren durch die ganze Streamerei, was jetzt alles in den letzten Tagen passiert ist. Aber ihr seht schon an dieser echt geilen Grafik. Yo, wir sind in der richtigen 1.11. Es gibt sowohl Forge als auch Optifine hierfür. Und ich nutze jetzt einfach mal den Sildur High Shader, was performance-technisch echt saugut funktioniert. Mir werden hier zwar irgendwie gerade nur 30 FPS angezeigt, es fühlt sich aber wie 90 an. Fragt mich nicht. Also ich kann hier flüssig mit High Shader spielen und aufnehmen und das ist ziemlich cool. Ja, das ist die eine Geschichte. Ich muss an dem noch ein bisschen rumspielen, dass der im Dunkeln nicht so hell ist. Ich hätte ja mal was dafür programmiert. Die andere Geschichte ist aber das hier. Uch, was macht der da? Das sind ja keine Zahlentasten. Ist das dieses Crafting Keys? Ja genau, das ist Crafting Keys und das habe ich jetzt auch für die 1.11 geportet. Es gibt es noch nicht zum Download, weil das Ganze noch nicht final ist, aber zumindest mal ein bisschen rumtesten hier drin kann ich damit. Und das ist auch so eine Sache, die ich weiß, dass ich die in Craft Attack 3 echt oft machen wollte. Und wir haben gefühlt irgendwie 5 Tage lang auf einer Version gespielt, für die es Forge gab. Von 10 Monaten. Das ist schon mal eine Hausnummer. Okay, ich werde gleich in dieser Folge noch ein bisschen mehr dazu erzählen, weil so die zwei Hauptfragen, ich hatte ja gestern einen Vlog hochgeladen und ein bisschen so über verschiedenen Kram erzählt, so aus meinem Real Life, dass ich jetzt fertig bin mit dem Bachelor-Abschlussvortrag und allem drum und dran. Die zwei Hauptfragen waren, warum nehme ich aus so einem kleinen Fenster auf? Die Antwort hier drauf ist, das ist Full HD, das ist halt die Auflösung meines Monitors. Und die andere Frage ist, was ist Crafting Keys? Und das möchte ich in diesem Video hier noch ein bisschen genauer erklären. So, in der Zwischenzeit hat es hier geschneit, was ich sehr geil finde, weil man so sehr schön sehen kann, wo der Schnee liegen bleibt. Zum Beispiel hier ist halt, ne, ist Schnee, was ich aber vollkommen okay finde. Und was ich viel geiler finde, sogar hier oben liegt ein bisschen Schnee. Was ist hier eigentlich für ein, nicht F7, F3, ich bin so verwöhnt. Was ist hier für ein Light Level? Nö, von dem Block-Light-Level ist das immer noch viel zu hoch. Okay, nee, hier kann nichts spawnen, aber immerhin Schnee bleibt liegen. Boah. Seht ihr, das ist schon mal hier Volumetric Rays, ey. Krass. Das sieht so schön aus, okay. Das werden wir in diesem Let's Play übrigens noch häufiger erleben, aber okay. Nee, was ich erstmal zeigen möchte, ist den Fortschritt hier unten. Man sieht zum Beispiel, dass ich hier, ich glaube, ich muss das von da vorne erstmal zeigen, man sieht, zack. Man sieht, dass hier neue Stoßbalken, was auch immer hier drin ist. Und die Säulen gehen jetzt teilweise durch den Berg hindurch bis ins obere Geschoss, wo das auch nochmal so ein... Boah, ich liebe Shader, Alter. Das ist so cool. Ich habe auch damals meine Vorbachelorarbeit, wenn man so möchte, weil wir so eine Probearbeit machen müssen, über Shader in Minecraft gemacht. Das durfte ich. Deswegen habe ich mich mit so einem Scheiß schon echt eingehend beschäftigt. Und das sieht so geil aus, wie gerade die Sonne hier reinscheint. Okay, zurück zur Technik. Hier habe ich auch so ein bisschen das Ganze in den Berg reingehauen. Das Lustige ist, da, wo ich gerade mit dem Counter, dem Zeiger hinzeige, war auch noch gar kein Berg. Das habe ich alles erst dahin gebaut. Ja, okay. Das ist die eine Sache und da kommt man jetzt hier eben rein. Dieses Glas mit Shader ist so unglaublich geil. Heilige Scheiße, ey. Das ist so heftig, wie das aussieht. Auch die Sonne hier. Man sieht hier durch, sieht man sie noch lustigerweise als Ball. Das heißt, da werden die Strahlen aufgehalten. Wenn man hier reinguckt, ist es einfach nur eine helle Masse und die Wolken und alles. Ich bin sehr begeistert, muss man schon ehrlich sagen. Hier habe ich dann im Stream weitergebaut. Ich glaube, diese Ecke hatte ich ja das letzte Mal schon gebaut, aber hier ist jetzt eben noch ein Amboss und so weiter. Und ich habe hier auch schon verzaubert, und zwar eine Unbreaking 4. Efficiency 4, Unbreaking 3 Hacke. Dann gehen hier die Sachen hoch, das kennen wir auch schon. Neu ist ebenfalls, dass ich hier noch eine Glasscheibe drin habe. Jetzt hängt hier ein Banner. Boah, sieht das schön aus, ey. Shader machen alles schöne, außer in der Nacht. Da kann man Shader nicht verwenden. Deswegen muss ich mal noch meinen eigenen Code hier einfügen. Und man sieht schon, ey, nice. Wie sich das hier entwickelt, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gibt es hier einen Balkon. Der nächste Aufgang ist tatsächlich offen. Das ist auch eine Sache, die ich unbedingt haben wollte. Und dann ist man im nächsten Stockwerk. Und ja, diese Säulen, die hier hochgehen, sind die von unten. Und hier machen wir später noch so einen kleinen Balkon drauf. Ich find's saugeil. Also auf diesen Seiten kommt nur Glas hin, weil es soll ja immer ein bisschen geschlossener sein. Und wenn man weiter hoch möchte, das habe ich schon mal hier angedeutet, dann muss man, na gut, hier sollte ich vielleicht mal noch einen Stonebrick reinbauen. Auf welchem Modus steht meine Maus? Okay. So.
Ja, was ich nämlich eigentlich machen möchte, ist hier oben so einen winzigen kleinen Dachgarten. Aber ich glaube, der sieht besser aus, wenn er komplett von Stonebrick eingerahmt ist und nicht nur an den Außenseiten Stonebrick hat. So. So wäre das hier dann zum Beispiel. Und dann kommt man hier nochmal über eine Treppe weiter hoch. Und hier oben ist dann fast nichts mehr, außer ein kleines Zimmerchen dort oben, was ich nochmal reinbauen möchte. Und dann sind wir quasi mit dem Berg hier auch schon fertig. Und dann werde ich ein neues Haus bauen. Für mich in diesem Projekt ist, ich habe übrigens gefarmt, deswegen habe ich hier so Zeug im Inventar. Für mich in diesem Projekt ist ganz wichtig, dass ich diesmal nicht das Mega-Haus baue oder einen Berg oder sowas, sondern dass ich einfach so einen richtig fetten Abdruck auf dieser Map hinterlasse, indem ich einfach überall Häuser habe und hier eine ganze Stadt und trotzdem noch ein Mega-Haus da drin und so. Ich habe mir dieses Mal baumtechnisch viel mehr vorgenommen als im Vorgänger. Aber diesmal glaube ich, dass ich es im Gegensatz zum letzten Mal wirklich abschließen kann, weil ich auch gleichzeitig viel mehr streamen möchte. Ich habe das schon in den letzten Videos hier gesagt und wir brauchen Glas, was brauchen wir noch? Eigentlich nur Glas und Zäune. Okay, dann hole ich mal Glas und Zäune. Ich habe schon in den letzten Videos und bla und stuff gesagt. Auch zum Beispiel das Feed the Beast Light Video, das ich veröffentlicht habe, wo viele Leute gefragt haben, wie wird es hier noch weitergehen und so weiter. Ich möchte auch hier nochmal kurz einen kurzen Abriss geben. Feed the Beast Light möchte ich halt vor allem streamen. Skyblock möchte ich vor allem aufnehmen, aber auch streamen. Das ist dann auch neu. Wann weiß ich noch nicht. Es kommen in letzter Zeit wieder ganz viele Wann-Fragen. Leute, ich kann die nicht beantworten. Wenn ihr mir meinen Tagesablauf basteln möchtet, nur zu gern, dann hätte ich wenigstens mal einen. Deswegen, nee, die kann ich auf jeden Fall nicht beantworten. Aber ey, keine Zäune mehr, sag mal. Und Craft Attack möchte ich halt auch ganz, ganz, ganz viel streamen. Das ist aber auch wirklich angenehmer so momentan für mich. Weil so Streams kann man immer mal wieder machen, wenn man Bock hat, so zwischendrin. Das ist gar nicht so viel Arbeit, wie man glaubt. Und die Interaktivität und der Spaß, der Fun-Faktor, der Fancy-Faktor sowieso, ist halt einfach viel, viel höher. Als in Folgen. Jedenfalls aktuell macht mir das einfach mehr Spaß. Okay, so viel dazu. Jetzt möchte ich aber mal kurz Crafting Keys erklären. Crafting Keys ist eine Möglichkeit, mit den Tasten Q, W, E, A, S, D, Y, X, C oder den Zahlentasten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also hier das Numpad rechts an der Tastatur. Vielleicht hat das eure Tastatur nicht, aber die meisten haben das doch. Mit denen zu craften, indem man über ein Item drüber geht, zum Beispiel den Dirt, und dann die entsprechende Taste drückt. Natürlich kann man mit K diese Zulegung auch ändern. Vielleicht hätte ich dieses Bild hier früher zeigen sollen, weil hier sieht man nämlich sehr schön. Es gibt einfach eine Zuordnung, und das ist noch fehlerhaft, und das auch. Es gibt eine Zuordnung von Tasten auf Slots. So könnte man es am einfachsten machen. Und diese Mod macht nichts anderes, als sich darum zu kümmern, dass hier das Zeug kann auch was weiß ich alle verschieben, mit Leertaste hole ich sie zurück und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas mache, sowas, dann kann ich jetzt mit Steuerung mir den Output holen oder ich, oder was weiß ich, ich drücke Shift-Steuerung und habe den ganzen Output, drücke ich Leertaste und der wird automatisch einsortiert und so. Ich habe viel von der Funktionalität von Inventory-Tweaks gelernt, könnte man sagen. Nö, das ist vielleicht eine scheiß Idee. Ich habe viel von der Funktionalität von Inventory Tweaks gelernt und habe eben darauf basierend dann eine kleine Mod geschrieben, die genau dasselbe Verhalten an den Tag legt. Jetzt könnte ich zum Beispiel den hier machen, jetzt das hier halbieren. Na gut, also in manchen Gebieten ist natürlich das hier immer noch schneller, aber ich denke so allgemein habt ihr die Idee mitbekommen. Ich nehme immer gern das Schwert als Beispiel, weil dann machst du den hier, zack, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, dann hast du ein Schwert, ne? Also das ist halt schon, oder zum Beispiel, dass man das in der Hand haben kann und dann einen Zahlenslot drücken, das geht normalerweise auch nicht und so weiter und so weiter. Also ich denke, die Idee habe ich damit vermittelt, es ist halt einfach viel schneller. Man kann auch andere Inventare damit ansteuern, gut, hier könnte man auch shiften, aber zum Beispiel, was ich so ein Bring Stand oder so weiter, also es ist halt alles automatisierbar und es ist viel angenehmer so zu craften, was weiß ich. Was brauche ich denn oben noch? Ich brauche Glas vor allem, habe ich aber glaube ich noch da, dann kann ich es damit nochmal kurz zeigen. Ich brauche jetzt Bone Powder, auch nicht schlecht. Ich brauche jetzt irgendwie Bone Meal. Nehmen wir mal das hier mit. Zack, 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 zack. So, jetzt haben wir hier das Bone Meal. Ist einfach, ist angenehmer. Muss nicht so viel mit der Maus rumfahren. So ein bisschen die Informatiker-Sicht auf ein Problem, könnte man sagen. Ja, und was mir jetzt fehlt, sind die Ink Sacks. Es könnte knapp werden, aber ich denke, ich habe zu wenig. Probieren wir es mal. Oh, das war so auch nicht gedacht. Zack, jetzt das hier in die Mitte. Und jetzt ist es wieder schneller zu fahren, ne? Zack. Aber es ist, ich glaube, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Also diese Mod ist sehr
So, das war zum Beispiel noch im Bug, habt ihr das gesehen? Deswegen veröffentliche ich die Version auch noch nicht. Jetzt müsste ich schlafen. Patrick ist übrigens auch. Wir haben wieder mal, das ist so eine typische Folge kurz vor der Uni. Ich nehme die hier auf und dann fahre ich weg. Und Patrick ist der Einzige, der diese, oh, diese Grafik, Alter. Diese Morgenröte und Abendröte hat er unglaublich gut eingebaut, der liebe Sildur. Das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Fragen wir mal Patrick. Der hat nämlich vorhin schon. Oder so. Auch eine Möglichkeit. Sang- und klanglos. Danke. Der hat nämlich vorhin auch schon hier extra geschlafen, damit wieder Tag werden konnte. Ich nehme halt einfach mit dem Shader lieber am Tag auf. Nachts sieht das einfach alles noch nicht so geil aus, muss man schon ehrlich sagen. Ich möchte mich aber, auch wenn ich jetzt irgendwie über die letzten Folgen immer, wo ein bisschen Chaos war, ich habe jetzt zu viele Bauprojekte, glaube ich, möchte ich mich trotzdem nicht zu lange mit dieser Wohnung hier aufhalten, sondern einfach nur so, um einfach mal eine Wohnung auf echt hohem Level gebaut zu haben, weil wir hier sind ja höher als die Spawninsel hier, was ich ziemlich geil finde und ein bisschen unerreichbar und das sieht so geil aus, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwo mal freiwillig Scheiben reinbaue, weil es geiler aussieht. Aber es hat halt schon, wow. Diese Atmosphäre, die hier durch die Scheiben kommt, die Masse nicht einfach so nach. Sehr, sehr beeindruckend. Props dafür. Tja, und das war's jetzt. Es fehlt mir Glas für das hier. Und Mist. Okay, dann können wir wenigstens schon mal die Zäune setzen. Die sind wieder nach dem alt bekannten Muster. Manchmal der eine, manchmal der andere so. Sieht einfach ein bisschen angenehmer aus, finde ich. Hier hängen auch schon Fackeln. Wir können trotzdem mal auf die äußeren jeweils noch Fackeln draufstellen. Dieser Raum ansonsten nicht ganz symmetrisch, wie man hier sehen kann. Ja. Aber eigentlich echt hübsch und man hat halt eine echt geile aus. Ich glaube, ich mache die Fackeln doch wieder weg. Der Light Level sollte hier oben nicht das Problem sein. Aber einen echt geilen Ausblick hat man halt auf alles, was ich da hinten noch bauen werde. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel mal hier runtergehe, halt auf die Stadt an sich. Da bräuchte man mal eine krassere View-Distance, dann könnte man da noch viel mehr rausrendern als hier. So, jetzt fehlt hier eigentlich noch Glas und ich möchte noch kurz hier drüber überlegen, wie ich einfach weitermachen möchte. Ich glaube, hier kommt nämlich auch Zaun hin. Das kann ich schon mal bauen. Ich habe ja den Zaun dabei. Und dann muss ich mir überlegen, wie es hier weitergeht. Also so und so. Eine Möglichkeit. Jetzt kommt man hier hoch, dann hat man hier quasi eine winzige Dachterrasse. Hier möchte ich mal irgendwie Grasblöcke hochbringen. Und vielleicht lasse ich hier sogar einen kleinen Baum wachsen, was glaube ich echt geil aussehe. Wenn man von unten drauf guckt und hier oben sind einfach überall Bäume. Von da drüben muss ich mir den Look auch mal angucken, von Winis Baum, wie da eigentlich mein Haus dann später fertig aussieht. So, und jetzt muss ich natürlich überlegen, wo es hier weitergeht. Also wenn hier so ein Baum ist, könnte ich mir vorstellen, dass man hier über einen kleinen Weg auf die andere Seite kommt. Und da muss ich jetzt mal da oben gucken. Das kann ich, glaube ich, jetzt noch ganz schnell in der Folge machen. Das ist einfach die pure Dekadenz. Ich habe halt nicht mal Cobblestone dabei, mit dem ich mich hochbauen könnte. Wir bauen mal den hier ab, weil das hier kommt wahrscheinlich sowieso weg. Scheiße, ey. Kann ich hier irgendwie etwas bauen, was den Eindruck erweckt, als wäre es eine Treppe? So. Okay, jetzt können wir den hier wegschlagen. Und jetzt bitte nicht fallen. So, was mich nämlich interessiert ist, wo man hier oben nochmal reinbauen kann. Weil, und das ist natürlich ein Problem, hier der Berg nur sehr schmal ist. Ja. Ist gerade mal 4 Blöcke dünn. Da kann man nicht wirklich viel reinbauen. Ich glaube aber für ein kleines Zimmerchen könnte das durchaus reichen. Die Frage ist auf welche Höhe. Ich meine, hier ist zum Beispiel auch. Ich glaube, hier ist der Berg sogar noch ein bisschen dicker. Nein, ist er nicht. Der wird auch nicht mehr dicker. Also es ist überall dasselbe. Ich werde hier auf jeden Fall irgendwie den Berg aufbohren müssen, um hier irgendwas reinzubekommen. Aber dann kann man theoretisch hier, ich glaube sogar die Höhe als Top-Level ist ganz cool, weil da kann man nämlich hier nochmal eine Hütte reinbauen, das so ein bisschen in diesem Berg hier drin hängt. Eine Sache, die ich dann auch noch machen muss, ist den Berg irgendwie so anpassen, dass dieses Haus nicht mehr so raushängt. Das heißt zum Beispiel hier muss ich noch zubauen, dass das einfach sich ein bisschen besser noch anpassen, dass so ein bisschen besser im Berg drin hängt. Weil dann kann man nämlich hier eine Hütte bauen mit nochmal einer kleinen Leiter und dann ist man hier oben, wo ich vielleicht sogar, also diesen Baum muss ich natürlich stehen lassen, weil das ist der höchste Baum, aber wir sind hier immerhin auf Level, wo sind wir denn? 238, also viel höher, wie zum Beispiel da hinten, geht sonst nicht mehr. Und das wäre somit das quasi das höchste Zimmer der Welt. Jedenfalls bis jetzt. Außer jemand hat schon auf Höhe 255 gebaut. Dann nehme ich das zurück. Aber allgemein werden wir diese Trophäe erhalten im Laufe des Projekts, dass wir die höchsten Zimmer haben. Weil ich glaube, selbst die Leute, die richtig hoch bauen, bauen nicht so weit oben.
Okay, also eine Sache, die ich jetzt gerade hier gesagt habe und die ich jetzt noch ganz schnell am Ende von der anderen, von der Folge machen möchte, ist, dass ich hier einmal schnell zubauen möchte. Denn eine Sache, die ich sehr stark bemerkt habe, als ich das ganze Zeug hier angefangen habe zu bauen und so weiter, ich muss mich sehr anstrengen, dass es nicht künstlich aussieht. Also, dass es auch aussieht, als wäre der Berg wirklich so und als hätte ich den nicht komplett geterraformt. Jetzt haben wir keinen Stein mehr, scheiße. Deswegen muss ich wahrscheinlich hier diese komplette Seite bis da oben einmal hochziehen, dass es einfach gut da sieht. Und ja, jetzt möchte ich ganz zum Schluss, weil ich eh keine Materialien mehr habe, noch ganz schnell hier zurückgehen. Hier fehlt mir noch Glas, hier kann ich das aber auch als Abkürzung nehmen, um runterzukommen, wie ich herausgefunden habe. Das tut jetzt weh, aua. Und da können wir uns nochmal das Endprodukt quasi von hier drüben angucken. Ja, man sieht einfach, ich glaube, ich gehe sogar hier rüber, dann sieht man es, glaube ich, noch besser. Wenn ich jetzt hier mal ranzoome, das sieht halt einfach, es sieht schon ziemlich gut aus, als wäre tatsächlich der Berg hier so, vor allem wenn dann da nochmal ein Zimmer drin ist. Ich habe das jetzt hier mal so angedeutet, ne? Der Gravel kommt da weg und dann hängt das halt so ein bisschen in diesem Stein da drin. Das wird gut aussehen, da mache ich mir keine Sorgen. Aber es muss halt trotzdem alles in allem so wirken, als hätte ich nicht das Haus irgendwie in die Luft gesetzt, sondern als wäre das schon so gewesen. Und dafür habe ich den Berg schon gefühlt 1,5 Mal breiter gemacht, als er davor war. Okay, aber das wird werden. Also, ich habe kurz die Sache mit der Streamerei erklärt. Ich bin kurz auf die zwei hauptgestellten Fragen mit diesem Full-HD-Fensterchen und die Crafting-Keys eingegangen, habe das auch mal erklärt. Und wir haben parallel dazu auch noch am Haus weitergebaut und ich habe schon wieder zu wenig Kisten. Das ist eine Sache, die uns auf jeden Fall in CraftTech noch extrem abfacken wird, dieses Kistenproblem. Also selbst wenn ich später genug habe, wie finde ich denn die Sachen und so weiter? Ich bin wirklich kurz davor, mir einen Mod zu programmieren, der nichts anderes macht, als es zu ermöglichen, dass du in Vanilla Minecraft irgendwie Chaos in Kisten haben kannst und trotzdem alles findest. Vielleicht sowas wie diese T-Taste von Inventory Tweaks. Ich weiß es ehrlich nicht Inventory, sondern Not Enough Items. Vielleicht sowas. Oder ich baue mir irgendeine Mod, die erkennt, welches Item ich gerade in der Hand halte und dann automatisch den Spieler zu einer Kiste quasi, die mich automatisiert, dass ich mich nur irgendwo hinstellen muss und dann weiß die, wie mein Inventar oder mein Lager aussieht und dann drückt die automatisch W und E und was weiß ich was und räumt die Items auf. Ich weiß nicht, das wäre irgendwie sogar noch eine dümmere Idee. Das hatte ich schon zu Craft Attack 3 Zeiten vor. Ich kann es noch nicht sagen. Auf jeden Fall, wir müssen uns was für die Kistenprobleme hier einfallen lassen. Wenn ihr eine lustige Idee habt, wie man das automatisieren könnte, außer dass man 100.000 Eisen für so ein dummes Sorting-System, das immer noch nicht ausgereift ist und einsetzbar meiner Meinung nach ausgibt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Alles klar, Dankeschön fürs Zusehen. Wir bauen hier, ich glaube, es dauert nicht mehr viele Folgen. Also wenn ich hier einmal noch offscreen dran arbeite, dann ist das Ding fertig. Und dann stellt natürlich die große Frage, wie wir weitermachen. Aber da kümmern wir uns dann bei Gelegenheit drum. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Das war eine kleine, aber feine Craft Attack Folge. Ich liebe Shader und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.